Skorpion. Und die gehe ich einfach rund. Nicht auf die Falle treten. Der außergewöhnlichen Gorgophone waren Andromeda aus dem stolzen äthiopischen Königshaus und Perseus, von dessen Sieg über die Gorgone Medusa sich ihr Name herleitet. Hm. Okay. Und schnell drüber. Zwei Wege. Nimm's erstmal den hier. Okay. So ein Grab hatten wir bisher noch nie. Na, die Skorpione machen gar nichts. Hier geht's weiter runter, dann gucke ich mir erstmal die andere Seite an. Der Tradition entsprechend heirateten Frauen nur einmal, und zwar als Jungfrauen. Starben ihre Ehemänner vor ihnen, verbrachten sie den Rest ihres Lebens als Witwen. Gorgophone widersetzte sich dem und wurde zur größten Großmutter Griechenlands. Wir gehen beide jetzt auf beiden Seiten runter. Wie tief geht's hier runter? Ganz noch ein Text. Es heißt, eine ältere Kriegerin hätte unter den Menschen am Tritonsee so viel Unheil verursacht, dass Perseus höchstpersönlich kam und sie tötete. Weise Stimmen behaupten, dies wäre die letzte Rebellion der Gorgophone gewesen. Aha, wir sind am Schlangen. Aber so sehe ich gar nichts. Ich sehe schon, wie das hier geht. Dann muss ich jetzt hier runter.
überall jemand, der es nicht so weit geschafft hat wie ich. Wirklich, wie die Schlangen so tief runterkommen. Okay, hier geht es aber nicht weiter. Ah, doch hier. Hier bin ich hergekommen. Ah! Hallo? Bitte nicht. Ich kann nichts mehr machen. Kannst nicht bewegen. Hallo. Da komme ich drüber. Nee. Ich glaube, ich habe mich gerade hier eingebaut. Moment. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe nämlich keinen Bock, das nochmal zu machen. Falle auf den Boden. Und dann ist er durch. So, wir sind wieder im Geschäft. Okay. Und Ecke. Jetzt können wir hier noch Fackeln anbauen. Wie groß ist das Ding?
Oh, da ist gerade eine Fliege in die Nase geflogen. Nein! Das darf jetzt nicht wahr sein. Dass mich niemand bemerkt. Ich kotze gleich. Erst diesen ganzen Scheiß nochmal machen. Die Eltern der außergewöhnlichen Gorgophone waren Andromeda aus dem stolzen äthiopischen Königshaus und Perseus, von dessen Sieg über die Gorgone Medusa sich ihr Name herleitet. Okay, dann gehen wir jetzt eben ganz schnell hier durch. Der Tradition entsprechend heirateten Frauen nur einmal, und zwar als Jungfrauen. Starben ihre Ehemänner vor ihnen, verbrachten sie den Rest ihres Lebens als Witwen. Gorgophone widersetzte sich dem und wurde zur größten Großmutter Griechenlands. Es heißt, eine ältere Kriegerin hätte unter den Menschen am Tritonsee so viel Unheil verursacht, dass Perseus höchstpersönlich kam und sie tötete. Weise Stimmen behaupten, dies wäre die letzte Rebellion der Gorgophone gewesen. Ich hasse diese Scheißfliege. So, den Fehler mache ich jetzt nicht nochmal und schiebe das Ding seitwärts. Gorgophones erster Gatte war Perieres, König von Messene und Sparta. Ihre Söhne wurden selbst zu mutigen Prinzen und Königen Spartas. Okay. Das sind wir auch richtig. Hm.
Den Teil habe ich gar nicht gelesen eben. So, hier waren wir. Ist ein Licht. Ja, da oben ist diese scheiß Schlange. So, die ist weg. Doch mit ihrem zweiten Gemahl, dem König Euballos von Sparta, hatte Gorgophone noch großartigere Kinder und Enkel. Helena von Troja, Castor und Polydeukes, Clytemnestra und viele andere stammen von ihr ab. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen, dass es hier ständig um Gorgonen geht. Passanta. Keine Kapriolen. Hier ist sonst nix. Jetzt wieder hoch. Eine Fackel an. Ich erwarte ständig wieder angegriffen zu werden. Der Helm scheint gewöhnlich, aber er wurde sorgfältig versteckt. Ich sollte ihn dieser Frau bringen. Okay, das war's. Stein. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Da sind wir hier fertig, dann können wir damit noch Schnellreise machen. Natürlich nicht. Natürlich muss ich... erst an die Oberfläche.
Dann müsste hier der Ausgang sein. Ja. So, jetzt aber. Schnellreise. Hier werden Sie besonders wachsam sein. So, jetzt bin ich mal gespannt. Brennende Insel und das Grab. Man könnte sie beinahe eine Herausforderung nennen. Selbst für dich? Du übertreibst, Adlerschatten. Doch sag, hast du den Helm? Natürlich. Aber wie kannst du von einem solch schrecklichen Ort wissen? Und wer bist du, mich dorthin zu schicken? Wer glaubst du, bin ich, Cassandra? Einige sagen, ich sei sehr weise. Für andere bin ich die Weisheit selbst. Sag mir, wer bin ich für dich? Du schicktest mich zu einem Friedhof, wo ich einen verzweifelten Mann traf, der dachte, Athena sandte mich, ihn zu töten. Aber vielleicht hat er nur gedacht, du wärst Athena. Es ist unklug, den Worten eines Verrückten Glauben zu schenken. Dann schicktest du mich zu einem Piraten, dem ich nach seinen Wünschen helfen sollte. War das ein göttlicher Test meiner Weisheit? Oder ging es um etwas anderes? Du schicktest dich selbst zu einem Piraten. Ich bot nur die Gelegenheit. Und zum Schluss der Einsiedler mit dem Schlüssel. Und das sogar unter einer Statue von Athenas Tiersymbol, der Eule. War das alles ein Scherz oder steckt ein Funken Wahrheit in seinem Glauben? So viele Gedanken schwirren dir durch den Kopf. Beinahe zu viele, um sie abzuwägen. Entscheide dich, Cassandra. Na. Ich glaube nur, dass das die Göttin ist. Du willst anscheinend, dass ich dich für Athena halte. Geheimnisvolle Rätsel und ausgerechnet ein Helm. Schlau, aber zu offensichtlich. Wenn das der Fall ist, sollte ich dir zu deiner Weisheit gratulieren. Komm, zeig mir den Helm. Ich hoffe, das war es wert. Du glaubst an die Menschen. Ich hoffe, du siehst sowohl ihr Potenzial als auch ihre Fehler. Ich passe ihnen nur etwas an und... Ja, ich denke, so passt er dir am besten. Vielen Dank. Ich hoffe, durch diese Reise hast du Weisheit erlangt. Ja, ich habe gelernt, dass auch an den seltsamsten Quellen Profit wartet. Und wir erhalten göttlicher Eingriff. Du hast dir meinen Respekt verdient, Cassandra. Merkwürdig. Ganz merkwürdig.
Ah ja, gut. Auf jeden Fall nur einen Helm bekommen. Ich würde auch sagen, damit machen wir Schluss für heute. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns bei unserer nächsten Aufnahmesession. Bis dann.